stand der Weltfriede wieder auf Messerschneide. Die Sowjetunion blockierte die Zufahrtswege nach Berlin. Die Westmächte antworteten mit der Luftbrücke. Der Friede wurde bewahrt, aber der Preis war hoch. Sehen Sie nun den Film Auf Messerschneide von Hans Brecht. Berlin-Tempelhof. In einem alten Rosinenbomber sind die drei westlichen Botschafter nach Berlin geflogen, um den 40. Jahrestag der Luftbrücke zu feiern. Ein Vertreter der vierten Besatzungsmacht war nicht eingeladen. Gemeinsam hatten die Alliierten Europa von Hitler befreit und ihren Sieg in Hitlers Hauptstadt bekräftigt, die nun in Trümmern lag. Sie befreiten Prag. Die Sowjetunion hatte für diesen Sieg einen hohen Blutzoll zahlen müssen. Jetzt forderte sie den Preis dafür. Die Herrschaft über Osteuropa. Am Tag des Sieges weht ihr stolzes Banner über Berlin. Gemeinsam wollten die vier Siegermächte Deutschland von Berlin aus regieren. Das ist der Augenblick, auf den die Welt so lange gewartet hat. Die westlichen Verbündeten treffen ihre östlichen Verbündeten und die beiden Hälften Deutschlands fallen auseinander. Alle feiern dieses lang erwartete Treffen. Sie trinken auf die Einigkeit, die sie so weit zum Sieg gebracht hat und auf einen dauernden Frieden. Ende Juni verlassen Briten und Amerikaner die in den letzten Kriegstagen eroberten Gebiete in Mitteldeutschland und ziehen sich in ihre mit den Sowjets vereinbarten Besatzungszonen zurück. Hier die amerikanische Armee bei der Räumung von Thüringen. Die Armee marschiert in Leipzig und Weimar ein und übergibt im Gegenzug den Westteil der deutschen Hauptstadt an die drei Westmächte.
Berlin is occupied by the Red Army. Berlin ist von der Roten Armee besetzt. The Red Army stages a review in Berlin. Das sowjetische Ehrenmal in West-Berlin, erbaut aus dem Marmor von Hitlers Reichskanzlei. Auch Amerikaner und Briten paradieren nun auf der Siegesallee. Seit über 40 Jahren, mehr als ein halbes Menschenleben, sind die vier Besatzungsmächte schon in Berlin. Als Bewacher und Beschützer. In Potsdam verkünden die großen drei, dass Deutschland entwaffnet und entnazifiziert werden soll, damit es nie wieder den Frieden bedroht. This is the government. We have come to Germany not as liberators, but as conquerors. And this time we shall remain for 10 years, for 20, if necessary. Diesmal werden wir bleiben, wenn nötig für immer, sagte der amerikanische Sprecher. Der Sieger kettet sich auf ewig an den Besiegten. Von Anfang an gab es Streit unter den vier Militärgouverneuren. Reparationen um Demontagen und die Kontrolle der Ruhrindustrie. Im Chaos der ersten Nachkriegsjahre versuchten die Berliner so gut wie möglich in ihrer zerstörten Stadt zu überleben. Millionen von Flüchtlingen strömten nach Westen, viele nach Berlin. Politik war Luxus für Menschen, die kein Dach überm Kopf und nichts im Magen hatten. Berlin, Brandenburger Tor und Umgebung, das Zentrum des Schwarzmarktes. Für den kleinen Mann hatte der schwarze Markt nichts Unmoralisches. Er war lebensnotwendig. Ein Forum, auf dem Waren, Dienstleistungen und Nachrichten ausgetauscht und gehandelt wurden. Hier machten Besatzer mit den Besetzten Geschäfte, Erlaubte und Verbotene. Marlene Dietrich drehte 1947 einen Film in ihrer zerstörten Vaterstadt. Friedrich Holländer schrieb das Schwarzmarktlied für sie. Black market, laces for the masses, chewing gum for kisses. Black market, cuckoo clocks and bangles, thousand little angles. Come and see my little music box today. Right? Only six gardens. Want to hear it play? Black market. Mink and microscope for liverwurst and soap. Browse around. I've got so many toys. Don't be bashful. Step up, boy. Es waren Frauen, die den Schutt wegräumten, den der Krieg hinterlassen hatte. In der viergeteilten Stadt gab es schon bald Konflikte zwischen den Besatzungsmächten und zwischen ihren deutschen Helfern. The struggle of East versus West centers in Berlin and Russian efforts to control the city. Der Ost-West-Konflikt dreht sich um Berlin. Die Russen versuchen, die Stadt zu beherrschen. Der Westen fürchtet, dass provokative Zwischenfälle hier an der Grenze zwischen sowjetischem, britischem und amerikanischem Sektor die internationalen Spannungen zur Explosion bringen könnten. Einst lag hier der verkehrsreichste Platz Europas. Heute ist es eine Einöde, auf beiden Seiten der Mauer, ungläubig bestaunt von Touristen. In ihrer Zone führten die Sowjets vor, was sie unter Sozialismus verstanden. Im amerikanischen Sektor wurden die Büros des kommunistischen Gewerkschaftsbundes geschlossen. Die Gewerkschaft spaltete sich. Der erste offene Riss zeigte sich am 20. März 1948. Marschall Sokolowski verließ demonstrativ den Kontrollrat. Russlands Ziel trat sehr bald klar zutage. Berlin ohne die Westmächte.
Sokolowskis Protest richtete sich gegen die Vorbereitung der Westmächte zur Schaffung eines westdeutschen Staates. Er ließ es nicht bei Protesten. Britische Züge wurden in Helmstedt an der Zonengrenze aufgehalten und die Briten mussten in Busse umsteigen. Dies ist die Folge der aggressiven und arroganten Maßnahmen, die die Russen ohne vorherige Konsultation innerhalb von 24 Stunden in Kraft setzten. Der britische Zugkommandant sagte, es kam nicht gerade zu einem Kampf, aber wir lassen uns auch nicht herumstoßen. Jetzt werden auch Flugzeuge eingesetzt, um Passagiere und Nachschub nach Berlin zu bringen. Dann kam die schreckliche Nachricht, dass ein russischer Jäger ein britisches Passagierflugzeug gerammt hatte. Die Russen haben sich zwar entschuldigt, doch dies ist ein sehr ernster Zwischenfall. Mai 1948. Sowjetoberst Tulpanow fordert seine deutschen Genossen auf, ganz Berlin unter ihre Kontrolle zu bringen. Genau vor 3 Jahren eroberte die Sowjetarmee Berlin für die deutsche Demokratie. Heute liegt es an den deutschen demokratischen Kräften, Berlin als Hauptstadt eines ungeteilten, demokratischen und friedliebenden Deutschlands zu erobern. Ein leerer Flaggenmast. Am 16. Juni verließen die Sowjets auch die alliierte Stadtkommandantur von Berlin. Eine Verschärfung der Berliner Krise brachte die Erklärung des russischen Obersten Kalinin, dass die Berliner Kommandantur nach russischer Ansicht als Verwaltungsbehörde der 4 Mächte nicht mehr bestehe. Hier Bilder von einer der letzten Sitzungen der Kommandantur. Der britische Kommandant von Berlin, General Herbert. Der französische Kommandant, General Garneval. Der amerikanische Kommandant, Oberst Hawley. Der russische Kommandant, General Kotikow. Der Berliner SPD-Politiker Karl Germer erinnert sich. Eine sehr gute Position für die Russen. Also die Russen, in meiner persönlichen Beurteilung damals, wenn sie sich anders eingeführt hätten in Europa, eine echte Chance gehabt, damals lebte ja auch Stalin noch, im Sinne von Stalin die Weltrevolution über Deutschland wegrollen zu lassen, Richtung Westen, total. Generalissimo Stalin. The marshals who led their troops to victory. Nach dem Sieg über Hitler war für Amerikaner und Briten aus dem Bundesgenossen ein Rivale geworden. Men of the Soviet Army marched past the Lenin Mausoleum carrying their banners of glory. Stalins Politik der Unterdrückung in den besetzten Gebieten versetzte die Europäer in Angst. Und nicht nur die Europäer. In einem Geheimbericht spekulierte die CIA am 28. April 1948 über sowjetische Absichten. Die Anwesenheit der Westmächte in Berlin erschwert es der Sowjetunion, in Ostdeutschland eine Marionettenregierung zu etablieren, weil die deutsche Opposition aus den sicheren Westsektoren heraus operieren kann. Die UdSSR wird deshalb versuchen, so schnell wie möglich den Abzug der Westmächte aus Berlin zu erzwingen. Der amerikanische Militärgouverneur General Clay, hier mit seinem Berater Botschafter Murphy, beschloss festzubleiben. Einen Vorschlag des Armeeministeriums, Berlin zu räumen oder wenigstens amerikanische Frauen und Kinder zu evakuieren, lehnte er empört ab. Das würde in Berlin Hysterie erzeugen und die Deutschen den Kommunisten in die Arme treiben. Ich werde eher nach Sibirien gehen, als Berlin räumen, sagte er in einer Funkkonferenz mit Washington. In öffentlichen Erklärungen legte er seine Regierung fest. Nachdem sie sich mit den Sowjets über eine gemeinsame Währungspolitik nicht einigen konnten, beschlossen die Westmächte, in ihren Zonen im Alleingang eine Währungsreform durchzuführen. Die Amerikaner bestimmten die Marschrichtung. Und da liegen sie, die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins. Der erste Schritt zur Schaffung einer gesunden wirtschaftlichen Basis für die 3 westlichen Zonen.
Das bedeutete die Spaltung Deutschlands als Wirtschaftsgebiet. Marschall Sokolowski verurteilt die einseitige Währungsreform in den Westzonen als Bruch des Potsdamer Abkommens und droht Gegenmaßnahmen an. Sein Befehl vom 19. Juni 1948 verbietet den Umlauf der neuen D-Mark in der Sowjetzone und in ganz Berlin, da Berlin Teil der sowjetisch besetzten Zone sei. Der gesamte Straßen- und Eisenbahnverkehr zwischen Westdeutschland und West-Berlin wird eingestellt, zum Schutz der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Ostzone. Und unverzüglich wurde die westliche Währung ausgegeben. Jeder Schein mit einem B gestempelt. B wie Berlin. Jeder Schein ein Garantieschein, dass die alte Hauptstadt weder zu Ostdeutschland noch allein zu Westdeutschland, sondern zum ganzen Deutschland gehören soll. In Ostdeutschland wurden die alten Scheine mit Coupons beklebt. Tapetenmark nannten sie die Berliner. Die große Krise Berlins hält unvermindert an. Sie hat das Gesicht der Stadt verwandelt. Das Straßenbild zeigt die Fiebererscheinungen unruhig pulsierender Geschäftigkeit und gespannter Erwartung. Der Schwarzmarkt, in den Westzonen fast ausgestorben, besteht in Berlin weiter als Folge der sowjetrussischen Währungspolitik. Man tauscht Ostmark in Westmark oder umgekehrt. Man horcht herum, man organisiert und handelt und tut auch manches andere schwarz. Der Mindestbedarf Westberlins wurde auf 4.500 Tonnen täglich geschätzt. Die zweimotorige Dakota konnte 2.5 Tonnen tragen. Über 2 Millionen Menschen wurden von Sowjetrussland Hunger und Not ausgesetzt, um politische Vorteile gegenüber den westlichen Alliierten zu erlangen. Dieses Vorgehen wurde mit sofortigen Gegenmaßnahmen Amerikas und Englands beantwortet. Die Bevölkerung der Westsektoren behält die Nerven und lässt sich nicht einschüchtern. Auf dem Platz des Fußballclubs Hertha am Gesundbrunnen erschienen Zehntausende zu einer von der Sozialdemokratischen Partei einberufenen Versammlung. Die Redner stellten auf dieser Versammlung klar, dass Sowjetrussland mit der Politik der Blockade aller Westsektoren Berlins nur die deutsche Bevölkerung treffe. Ernst Reuter, der gewählte, aber von den Russen noch nicht bestätigte Bürgermeister von Berlin, sagte: Diesen Kampf um unsere Freiheit, diesen Eroberungskrieg führt die SED und die Kräfte, die mit ihr verbündet sind, rücksichtslos und brutal auf unserem Rücken aus. Und sie hoffen, auf diese Weise könnten sie ihr Ziel erreichen. Ernst Reuter betonte dann die Entschlossenheit der Berliner, eine feste Haltung gegen alle Angriffe und Provokationen zu bewahren. Berlin wird nicht dran kommen. Wir werden uns mit allen Mitteln, über die wir hier verfügen, bis zum Äußersten gegen den Machtanspruch wenden, der uns zu Sklaven, der uns zu Eloten einer Partei machen will. Wir in Berlin sind der Stalingrad der deutschen Freiheit. Ernst Reuter, vor den Nazis SPD-Bürgermeister von Magdeburg, war ein großer Redner und liebte starke Worte. Ja, es waren auch starke Worte nötig. Denn wir fühlten uns in einer Situation der belagerten Festung. Und man musste die Psychologie der Menschen, der Belagerung und dem Ziel, die Belagerung zu überstehen, anpassen. Das war die eine Seite der Sache. Und schließlich darf man nicht vergessen, dass Ernst Reuter auf dem Hintergrund der Zwangsverschmelzung zwischen SPD und KPD zu reden hatte. Und diese Zwangsverschmelzung war nur abgewendet worden dort, wo keine sowjetischen Truppen standen, nämlich in den drei Westsektoren. Alles das kam darin zum Ausdruck. Viele Berliner zweifelten, ob es möglich sein würde, eine ganze Stadt aus der Luft zu versorgen. William Heimlich, Intendant des Rundfunks im amerikanischen Sektor während der Blockade. General Clay hat später gesagt, dass Rias war das Wichtige für Amerika und amerikanische Außenpolitik. Aber von dem psychologischen Standpunkt, Rias war ein Symbol.
Es war Tag und Nacht da. Und alle Gerüchte, dass die Amerikaner wollen Berlin verlassen oder die Alliierten gehen weg oder wir kriegen morgen nichts mehr zu essen. Man zeigt durch Rias, was für eine große Lüge das war. Wir sind geblieben. Hans Mahle war anderer Ansicht. Im Mai 1945, mit der Gruppe Ulbricht aus Moskau heimgekehrt, ernannten ihn die Sowjets zum Intendanten des Rundfunks in der Ostzone. Wir sind nach 40 Jahren, kann man, glaube ich, feststellen, dass, wenn man von Blockade spricht, man eigentlich diese Blockade als eine Legende bezeichnen muss. Denn es war keine Blockade der Westsektoren Berlins. Die Bevölkerung Westberlins hatte ja nach wie vor alle Möglichkeiten, in den Sowjetsektor und auch in die sowjetische Zone zu reisen, zu fahren, dort einzukaufen und sich frei zu bewegen. Sodass man also für die Bevölkerung auf keinen Fall sprechen kann von einer Blockade oder von einer Insellage, wie das ja heute immer dargestellt wird. Moskau hatte sich nach 26 Tagen endlich an Berlin erinnert. Die Russen bezeichneten ihr Angebot als einen Akt beispielloser Humanität und Großherzigkeit. Die ohnehin schon müden Hausfrauen machten sich die seltsamsten Vorstellungen von ihren zukünftigen Einkaufswegen. Von Charlottenburg nach Lichtenberg, von Zehlendorf nach Pankow und von Reinickendorf nach Treptow. Und sie hielten es nach wie vor mit der Luftbrücke, die ihre täglichen Rationen näher an die Haustür brachte. Die westlichen Alliierten und ihre Flugzeuge sind die beste Garantie gegen den Hunger. Die Luftbrücke sollte den Westmächten einen Zeitgewinn für Verhandlungen mit den Sowjets bringen. Doch in den dunklen, kalten Wintermonaten würden vielleicht sogar die Berliner den Abzug der Westmächte verlangen, um die Blockade zu beenden. General Klee wurde zur Berichterstattung nach Washington zitiert. General Lucius Clay, American Commander in Germany, arrives in Washington for consultation. Der General schlug vor, die sowjetische Blockade mit einem Konvoi aus Panzern und Lastwagen gewaltsam zu durchbrechen. Doch die Militärs, der Außenminister und der Präsident lehnten diesen Plan ab. Er sei zu riskant angesichts der Kräfteverhältnisse in Mitteleuropa. Stattdessen soll die Luftbrücke verstärkt werden. Secretary of Navy Sullivan takes General Clay to the White House for more conference before he flies back to his post on the powder keg of the world, Berlin. Der Präsident hatte entschieden, wir bleiben in Berlin und damit basta. Berlin aufgeben hieße Westeuropa aufgeben. Der Marshallplan und ein Militärbündnis mit Westeuropa sollen die Gewichte im Kalten Krieg zugunsten des Westens verschieben. Der Verteidigungsminister und die Stabschefs sind überzeugt, dass Stalin die Weltherrschaft anstrebt und zuerst Westeuropa politisch erobern will. Selbst wenn die Sowjetunion zurzeit keinen Angriff plane, könnten in dieser gespannten Lage Fehlentscheidungen oder Zwischenfälle den Krieg herbeiführen. Die militärische Überlegenheit der Sowjets in Europa war offenkundig, wenn auch in Wirklichkeit nicht so groß wie damals im Westen befürchtet. Auch die Sowjetunion hatte nach dem Krieg ihre Streitkräfte demobilisiert und abgerüstet. Sie verbarg diese Tatsache hinter Drohgebärden und Propaganda. Die amerikanischen Militärs gingen davon aus, dass die sowjetischen Panzerarmeen im Ernstfall innerhalb von 3 Wochen den Atlantik erreichen, innerhalb von 6 Wochen ganz Westeuropa überrennen und die Ölgebiete im Nahen Osten erobern würden. Die Krisen in Europa galten im Westen als Beweis für die Eroberungsstrategie Stalins.
Für den Fall eines sowjetischen Angriffs sahen die Kriegspläne der USA den massiven Einsatz der Luftwaffe vor, des einzigen Teils der amerikanischen Streitkräfte, der damals zu einer Offensive fähig war. Die Wirkung von Bombenangriffen auf Großstädte hatten die Sowjets in ihrer Besatzungszone täglich vor Augen. In Dresden und Dessau, in Potsdam und Berlin. Als unmissverständliche Warnung ließ Präsident Truman 3 Wochen nach Beginn der Blockade 2 Bombengeschwader nach England und Süddeutschland verlegen. Es waren solche Flugzeuge vom Typ Superfestung, die Tokio, Hiroshima und Nagasaki zerstört hatten. Die Tatsache, dass diese Maschinen keine Atombomben transportieren konnten, wurde geheim gehalten. Die Verlegung der Geschwader nach Europa war eine Drohung mit der Atombombe und der Kriegsplan Fleetwood sah den Einsatz dieser Waffe vor. Von Stützpunkten in Europa, Nordafrika und Asien aus sollten 70 sowjetische Städte und Industriezentren angegriffen werden. Man rechnete mit 5 bis 7 Millionen Toten. Bis 1948 lagen in den Arsenalen der USA noch nicht genügend Bomben für einen solchen Atomschlag. Doch jetzt wurde fieberhaft daran gearbeitet. Operation Vittles, Unternehmen Fressalien, war das Codewort der Amerikaner für die Luftbrücke, auf die die Westmächte ihre Hoffnung setzten. In aller Eile wurden 4-motorige Skymasters herangebracht aus Texas und Panama, aus Alaska und Hawaii. General Joseph Smith organisierte die Anfänge der Luftbrücke von Wiesbaden aus. Im Krieg hatte er so etwas schon einmal gemacht, zwischen Burma und China. Ich bekam einen Anruf von General LeMay, der die Luftwaffe in Europa befehligte. Ich solle mich bei ihm melden. Sein Stabschef sagte mir dann, dass die Sowjets alle Zugänge nach Berlin gesperrt hätten und General Clay hätte uns gebeten, eine Luftbrücke nach Berlin zu organisieren. Für 2 bis 3 Wochen, meinte er. General Clay requested that we organize an airlift. And he said he thought that it would last 2 to 3 weeks. Well, das Schwierigste war, ein System zu organisieren, das es uns erlauben würde, bei dem schlechten Wetter dort die vielen Flugzeuge gleichzeitig in den engen Luftkorridoren zu haben. Nord- und Südkorridor waren für den Hinflug, der mittlere für den Rückflug. Wir mussten ziemlich dicht auffliegen, damit wir die vielen Maschinen gleichzeitig einsetzen konnten. Wir haben den Flugplan in Form einer Stufenleiter entworfen, mit verschiedenen Flughöhen zwischen 1200 und 2000 Metern. Der Abstand zwischen den Maschinen betrug 3 Minuten und 300 Meter in der Höhe, wie Sie auf diesem Diagramm sehen können. Die Entfernung zwischen den Flugzeugen auf gleicher Flughöhe war 15 Minuten. Und es gab verschiedene Routen für Hin- und Rückflug. Auf den Flugplätzen in Tempelhof und Gatow arbeiteten Tausende von deutschen Hilfskräften rund um die Uhr. Stundenlohn 1,21 Mark, dazu eine warme Mahlzeit. Einer von ihnen war der Kunststudent Günther Scherbart. Das waren Leute aus allen Berufen. Ich war der Jüngste von der Truppe, um das zu sagen, und hatte also den Krieg ja nur noch so als Rattenschwanz erlebt. Also aktiv, ich bin auch noch Volkssturmmann mal, oder Volkssturmkind mal gewesen, wenn die anderen alle aus dem Krieg kamen.
und mehr oder weniger in ihrem Beruf keinen Fuß mehr hatten fassen können, weil ja alles demontiert war, zum Teil auch durch die Blockade selber, die Produktion ja zurückging, weil Rohstoff natürlich nicht in dem Maße, es wurde ja nur das Notwendigste eingeflogen. Es gab immer 12 Mann, die zu einer Gruppe zusammengefasst waren, die blieben auch in jeder Schicht zusammen und die waren einem Sattelschlepper zugeteilt. Der fuhr, wenn die Flugzeuge hereinkamen und hier ausrollten, rückwärts an die Maschine ran. Und die 12 Mann hatten eine Rutsche, womit sie den Höhenunterschied zwischen dem flachen Deck des Sattelschleppers und dem höheren Niveau des Fliegers ausgleichen konnten. Und im Schnitt musste man in 20 Minuten so eine Maschine ausladen und das waren harte Stücke Arbeit. Je nachdem, was die Maschine beinhaltete, wenn es Kohlensäcke war, war es ganz angenehm, wurde schmutzig, aber es war sehr handlich. Unangenehm waren so Metallbauteile, die damals auch nach Berlin eingeflogen wurden, die verhakt wurden, um so eine Art Feldflugplatz, Rollbahn zu bilden. Und das war mal eine furchtbare Plackerei. Man hatte mal völlig zerrissene Finger, die auszuladen. Und da war es auch sehr mühsam, die in 20 Minuten, weil die oft nicht so sorgfältig gepackt waren in der Maschine, dass die beim Fliegen oder beim Landen gegeneinander verrutschten, sodass das so völlig ineinander verhakte Teile war. Und das war eigentlich das, was wir am unliebsten gemacht haben, aber es musste auch sein. Die ganze Arbeitsatmosphäre hier war natürlich von einer unheimlichen Hektik. Die Maschinen rollten zum Teil in dichter Folge, wenn gutes Wetter war. In den Statistiken steht immer alle 3 Minuten, aber das ist reine Statistik. Es hat also Zeiten gegeben, wo eine Maschine ausrollte, eine Maschine in der Mitte der Landebahn war und eine ansetzte. Und es ging mitunter ohne jegliche Pause weiter. Sodass, wenn gutes Wetter war, man wirklich abends müde Knochen hatte, zerschundene Pfoten und wusste, dass man was getan hatte. Mit Hilfe der Briten konnte die Leistung der Luftbrücke im Laufe des August auf 700 Flüge und den Mindestbedarf von über 4.500 Tonnen pro Tag gesteigert werden. Jeder Pilot musste die Flughöhe und die Geschwindigkeit genau einhalten. Wenn das nicht klappte, war es schwierig, das Durcheinander der Flugzeuge in der Luft zu entwirren. Wir hatten in Berlin auch ein neues Landesystem eingeführt, bei dem die Maschinen mittels Radar von den Fluglotsen heruntergesprochen wurden. Das heißt, sie kamen nicht auf einem Gleitweg runter wie heute. Das klappte sehr gut. Die Piloten hatten Vertrauen zu der Stimme, die ihnen sagte, ob sie zu tief lagen oder eine Kurskorrektur machen sollten. Es dauerte aber eine Weile, bis sie Zutrauen gefasst hatten. Ich bin oft nach Berlin mitgeflogen und konnte das Geplapper hören. Sie haben immerzu geredet. Bei schlechtem Wetter war es wohl sehr ungemütlich. Von Anfang an sind wir nur nach Instrumenten geflogen, weil wir nie klare Sicht hatten. Aber das beweist, dass die Piloten ihr Handwerk verstanden. Die westalliierte Fluggleitzentrale auf dem amerikanischen Stützpunkt Berlin-Tempelhof ist eine der größten der Welt. Hier können alle Flugbewegungen über der DDR beobachtet werden. Bis heute wird der gesamte Flugverkehr mit West-Berlin durch die 3 Korridore abgewickelt. Die Amerikaner und Briten, die Berlin nachts anflogen, sahen eine abgedunkelte Stadt. Die Berliner gewöhnten sich an den ständigen Fluglärm und wachten auf, wenn wegen schlechter Witterung die Flüge ausfallen mussten. Die amerikanischen Piloten. Die meisten hatten den Krieg mitgemacht. Viele wurden eigens für die Luftbrücke rekrutiert und in den USA für diesen Einsatz ausgebildet. Der gefährlich dichte Verkehr in den engen Luftkorridoren, die ungewohnten Navigations- und Landeverfahren zerrten an den Nerven der Besatzungen. Einer der Skymaster-Piloten, Jim Santa Anna. Heute leitet er eine Flugschule bei Washington.
Mit einer Gruppe von Luftbrückenveteranen ist er zu Besuch in Berlin. Well, that was another episode in our life. Ja, ich war im Zweiten Weltkrieg Bomberpilot und bin von England aus Einsätze nach Deutschland geflogen. Das war 3 Jahre, bevor ich bei der Luftbrücke diente. That was 3 years before I served on the airlift. Erzählen Sie uns von den Bombenangriffen auf Berlin. Ich habe als Bomberpilot nur einen Angriff auf Berlin geflogen. Die anderen waren auf andere Ziele. Hamburg, München. Ich mag nicht mehr dran denken. Wir flogen durchschnittlich 4 Tage hintereinander, 2 Einsätze täglich. Das waren 7,5 bis 8 Stunden reine Flugzeit von Rhein-Main nach Tempelhof und zurück und dann ein 2. Flug. Dann bekamen wir 2 oder 3 Tage frei, wenn die Lage es erlaubte. Ich glaube, die Luftbrücke war das Humanste, was je eine Luftwaffe, jedenfalls die US-Luftwaffe, je getan hat. Ich war stolz, dabei zu sein. Das spektakulärste Unternehmen der Briten war der Einsatz der großen Flugboote. In Berlin steht als Landeplatz die Havel zur Verfügung. In Hamburg erweist sich die Elbe als breit und tief genug. Die letzte Sunderland im RAF-Museum London. Im Krieg waren sie als U-Boot-Jäger gefürchtet. Ich heiße Sears und war Flugingenieur auf Sunderlands. Und Flying Officer Holt war mein Flugzeugführer. Captain was Flying Officer Holt. Mein Name ist Flying Officer Holt. Ich bin jahrelang auf Flugbooten geflogen und habe die Luftbrücke mitgemacht. Wir waren damals bei U-Boot-Abwehrübungen in Nordirland. Am 3. Juli bekamen wir den Befehl, Nordirland zu verlassen. Am 4. sind wir zurück und am 5. Juli direkt nach Hamburg. Ich habe das erste Flugboot nach Hamburg geflogen und bin dort um 6 Uhr abends mit 10.000 Pfund Lebensmitteln gelandet. I actually took part in the fastest turnaround in the, on the Havelsee. Ich habe übrigens den schnellsten Turn gemacht auf dem Havelsee. Das Wetter war gut, ich konnte die Maschine direkt vor der Boje runterbringen. Dieser Herr neben mir hat die Boje aufgepickt. Dann haben wir 10.000 Pfund Fracht ausgeladen, die Boje losgemacht und sind wieder gestartet. Und die ganze Sache hat nur 11 Minuten gedauert. Das ist ein Rekord, der wohl nie gebrochen wird. Ein paar Mal sind wir auch nach Hamburg hineingekommen. Und dann haben uns manchmal Leute auf der Straße angehalten und gefragt, seid ihr bei der Luftbrücke? Und wenn man ja sagte, waren sie ganz begeistert, wollten mit uns reden und einen ausgeben, wenn es in der Nähe eine Kneipe gab. Ich fand, dass die Deutschen sehr froh waren, dass wir da waren. Und sie haben uns sehr gut versorgt. Der Sunderland-Einsatz dauerte von Juli bis Dezember 1948. Es gab mehrere Gründe. Erstens das Eis auf dem Havelsee. Aber der wichtigste Grund war operativ. Die Royal Air Force wollte uns wiederhaben, weil unser Verband die Hälfte der britischen U-Boot-Abwehr darstellte. Wir sollten die U-Boot-Abwehr üben, denn wir stellten uns damals auf die neue Bedrohung ein, die von Osten kam. Den ganzen Sommer über wurde in Gatow und in Tegel fieberhaft an der Erweiterung der Flugplätze gearbeitet, um für den Winter gewappnet zu sein. Die Berliner dachten mit Sorge an den vergangenen strengen Winter
als über 1000 Menschen in ihren Wohnungen erfroren waren. Wie jeder weiß, liegt Berlin in Trümmern. Aber die großen Mengen an Trümmerschutz sind jetzt äußerst nützlich. Deutsche Männer und Frauen laden das Zeug auf Lastwagen, das dann nach Gatow gefahren wird, wo man mit Hochdruck eine neue Landebahn baut. Ein weiterer Rekord, diesmal eine Bauhöchstleistung, wurde inzwischen in Tegel aufgestellt, wo der neue französische Flugplatz im Dezember in Betrieb genommen werden kann. Die Luftbrücke forderte Opfer. ...78 Amerikaner, Briten und Deutsche verloren ihr Leben. Leider weist die Statistik auch zwei schwere Unglücksfälle auf, die fünf Amerikanern das Leben gekostet haben. In Berlin-Friedenau prallte eine Dakota kurz vor der Landung gegen ein vierstöckiges Haus. Der Flugzeugführer, Leutnant Charles King, und sein Begleiter, Leutnant Dorbert Stuber, waren sofort tot. Berlin trauert um diese Männer, die der Stadt unermüdlich Hilfe brachten und dabei den Tod fanden. Die Berliner geloben hier, sie nicht zu vergessen. Die tägliche Rundschau nahm eine andere Haltung ein. Sie konstatierte, es ist höchste Zeit, mit den Flügen Schluss zu machen. Aber davon kann gar keine Rede sein. Auch auf der anderen Seite lief die Propaganda auf Hochtouren. Blöffbrücke, höhnte die tägliche Rundschau und sagte den Westberlinern einen schlimmen Winter voraus. Die Anflugschneise nach Tempelhof über dem Thomasfriedhof war wegen der Nähe der Häuser besonders gefährlich. Die Amerikaner fällten Bäume und stellten Landelichter auf. Dazu die Ostberliner Zeitung. Der Kalte Krieg schont auch die Toten nicht und schrieb unter das makabre Foto: Die Amerikaner benehmen sich wie eine kriegsführende Truppe in Feindesland. Noch nach 40 Jahren erinnern sich die Piloten an das unheimliche Gefühl, wenn zwischen den zerstörten Häusern von Neukölln dicht unter ihnen plötzlich die Grabsteine auftauchten. Im Berliner Stadtparlament, das im sowjetischen Sektor tagte, wuchsen die Spannungen. Die SED, die hier in der Minderheit war, erinnerte sich an die Aufforderung von Oberst Tulpanow, ganz Berlin zu erobern. Es ist 15.10 Uhr. Das Berlin im RIAS-Mikrofon befindet sich auf dem Platz vor dem Stadthaus in der Parochialstraße, wo heute die Stadtverordnetenversammlung stattfinden sollte, die wegen kommunistischer Umtriebe abgesagt werden musste. Wie ich hörte, fanden sich die ersten Demonstranten hier kurz vor 1 Uhr ein. Die Polizei des Herrn Markgraf rückte in einer dichten Formation an. Dahinter viele, es waren mehrere hundert Zivilisten, die sich dann beim Eintreffen hier auf dem Platz zerstreuten. Die Menschenmenge sammelte sich dann immer weiter an, nahm einen größeren Umfang an und die ersten Demonstranten stürmten sodann ins Stadthaus und drangen in die inneren Räume vor. Dieses Parlament läuft vor den Arbeitern fort. Es ist erforderlich, dass Millionen Berliner hier in dieses Rad der stillstehenden Magistratsgeschichte einzugreifen haben. Inzwischen verlegte Berlins gewähltes Stadtparlament seinen Sitz aus dem Stadthaus im sowjetischen Sektor, nachdem kommunistische Terrorgruppen und Angehörige der Roten Armee mit Gewalt den Sitzungssaal besetzt hatten. Die Technische Universität im britischen Sektor war schnell hergerichtet
Und hier versammelten sich die demokratischen Stadtverordneten, die die überwältigende Mehrheit des Stadtparlaments darstellen. Die SED-Abgeordneten hatten vorgezogen, nicht zu erscheinen. Die Version der täglichen Rundschau unter der Überschrift Spalterblock provoziert Zwischenfälle, Friedensburg engagiert Rollkommando, Arbeiterdelegierte werden geschlagen, die Stadtverordnetenversammlung wurde bewusst hintertrieben. Das war am 6. September 48. Der Berliner Alltag steht nach wie vor im Zeichen der Blockade. Die Abgrenzung der einzelnen Sektoren hat eine Verschärfung erfahren. Die Polizei des russisch besetzten Sektors kontrolliert die Wagen, ehe sie in die westlichen Sektoren fahren. Durch diese Maßnahme soll verhindert werden, dass Lebensmittel oder Wirtschaftsgüter in die von den Sowjets blockierten Westsektoren gelangen. An der Dreiländerecke des Potsdamer Platzes werden die Sektorengrenzen eingezeichnet und Zäune errichtet. Es gibt jetzt zwei verschiedene Berlin. Ost-Berlin und West-Berlin. Das rote Berlin und das freie Berlin. Diese Vorläufer der Mauer trennten die feindlichen Brüder, trennten Sozialismus und Kapitalismus, die, wie Erich Honecker sagt, unvereinbar sind wie Feuer und Wasser. Am Potsdamer Platz demonstrieren mal wieder die kommunistischen Konsumgenossenschaften. Angeblich, um gegen den schwarzen Markt zu protestieren. In Wahrheit, um den Magistrat und die Westalliierten anzugreifen. Wie üblich meldete die kommunistische Presse, die Demonstration sei machtvoll und ohne Zwischenfälle verlaufen. As usual, the communist press promptly reported that the demonstration was powerful, impressive, and without incident. Diese Aufnahmen sind nur in der amerikanischen Fassung erhalten. Die Grenzlinie zwischen dem Terror im Osten und der Freiheit im Westen verläuft quer durch Berlin nach den dramatischen Ereignissen dieser Woche. Neue Beweise für totalitäre Maßnahmen wurden von Willy Brandt, dem Vertreter der SPD-Führung, bei einer Pressekonferenz vorgelegt. Er verteilte eine 99 Seiten Denkschrift über den Terror der SED und der Sowjets in der Ostzone. Wir werden damit zeigen, was uns angesichts der Gangstermethoden der letzten Tage blühen würde, wenn Berlin in die Ostzone einbezogen würde. Wir können nicht schweigen zu den Misshandlungen und Massenverfolgungen in der Sowjetzone, denn wir wollen uns nicht mitschuldig machen an den dort verübten Verbrechen. Rainer Hildebrandt, Gründer einer antikommunistischen Untergrundorganisation. Nun, man muss sich vorstellen, es waren unzählige Internierte, etwa 200.000, die also durch die NKWD-Lager in der sowjetischen Besatzungszone gingen. Und von denen, das ist also registriert heute beim Deutschen Roten Kreuz, nachweisbar, sind etwa 100.000 zugrunde gegangen. Großenteils verhungert, aber auch in Seuchen und Ödem eben. Und es war ja ein richtiger eiserner Vorhang darüber. Das heißt, niemand erfuhr, ob sie überhaupt noch leben, die Menschen. Wie es ihnen ergeht. Sie durften nicht schreiben und das Deutsche Rote Kreuz durfte nicht arbeiten, weil es politische Gefangene gibt. Und das Naheliegendste eigentlich war in diesem Fall, einen Suchdienst einzurichten. Das heißt, mit den wenigen, die rausgekommen waren, gleich zu erfassen, wer ist gestorben. In Berlin fand eine Kundgebung der antikommunistischen Jugendverbände statt unter dem Titel Kampf der Unmenschlichkeit. Auf dieser Veranstaltung sprachen verschiedene junge Menschen von ihren Erfahrungen in den Konzentrationslagern, Gefängnissen und Uranbergwerken der Ostzone. Heute leben in Sachsenhausen noch etwa 1800 Internierte und annähernd 8000 Strafgefangene. Davon sind 6000 Jugendliche, die wegen unerlaubten Grenzübertritts, angeblicher Sabotage, Spionage oder sowjetfeindlichen Äußerungen Strafen von 10 und mehr Jahren zu verbüßen haben.
Da haben zum ersten Mal dann also ehemalige Häftlinge gesprochen von der Todesnot. Und von da ab also wurde meine Wohnung wie zur Sprechstunde eines Arztes, der ein neues Heilmittel gefunden hat. 30, 40, 50 Leute kamen eigentlich fast jeden Tag. Und so ging das dann, konnten wir dann also erfassen, eine Kartei entwickeln. Dann kamen auch gleich die Warnungen. Der ist Spitzel, jener ist Spitzel. Die Menschen in der DDR müssen gewarnt werden. Und dann hat Rias eben die Spitzelsendungen gemacht. Es wurde also mir uns erzählt, dass die Straßen leer sind, wenn diese Spitzelsendungen laufen. Jetzt spricht die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Achtung Potsdam! Willi Kaczmarek, Nauener Straße 10. Herbert Seidler, Brandenburger Straße 25. Achtung Schwerin, Adolf Meyer. Eine Zeit für Spitzel-Denunzianten-Geheimdienste. Der Mitarbeiter der Berliner Tageszeitung Tägliche Rundschau, Heinrich von Einsiedel, gibt jetzt Einzelheiten über die Erpressungsversuche bekannt, denen er seitens der amerikanischen Geheimpolizei ausgesetzt war. Trotz der Zusammenstöße im neuen Stadthaus verhandelten die Alliierten weiter. Die Moskauer Verhandlungen über Berlin und Deutschland wurden diese Woche unterbrochen, um den vier Militärgouverneuren Gelegenheit zu geben, einen Sonderbericht über Berlin abzufassen. Zum ersten Mal seit 5 Monaten treffen sich die vier wieder im Kontrollrat. Die Berliner waren tief beunruhigt. Würden die Westmächte nun doch abziehen oder war die Stadt endgültig gespalten? Berliner und Berlinerinnen, wenn ihr eure Stadt liebt, dann versammelt euch sofort auf dem Platz der Republik vor dem ehemaligen Reichstagsgebäude. Es geht um Berlin. Die SED hat durch Bildung eines Sonderausschusses versucht, den Magistrat zu spalten. Von euch gewählte Vertreter werden zu euch darüber sprechen. Angst und Hoffnung zogen die Berliner am 9. September auf dem Platz zwischen Reichstagsruine und sowjetischem Ehrenmal. Über 250.000 aus allen Sektoren der Stadt. Menschen, die ihre neu gewonnene Freiheit nicht schon wieder verlieren wollten. Menschen, die um ihren Arbeitsplatz in Ost-Berlin fürchteten. Menschen mit Angst vor einem neuen Krieg. Und mancher Opportunist, der hier eine späte Rechtfertigung für sein Verhalten während der Nazizeit suchte. Auf der Kundgebung sprachen Vertreter der drei Parteien und der antikommunistischen Gewerkschaftsorganisation. Hier hielt Ernst Reuter seine berühmte Rede, mit der er den Berlinern Mut machen, aber auch die Westmächte in die Pflicht nehmen wollte. Des besatzungsrechtlichen Gnadenaktes auf unseren Stühlen und an unseren Arbeitsplätzen breitmachen, rufen wir zu, hütet euch, wir kommen wieder! Lipschitz hat das Wort geprägt, das in uns allen einen lebendigen Widerhall gefunden hat. Er hat gesagt, wir kommen wieder. Wir kommen wieder in den Ostsektor Berlins. Wir kommen auch wieder in die Ostzone Deutschlands. Bravo. Wir wissen, worum es heute geht bei den Verhandlungen Kontrollratsgebäude in der Potsdamer Straße, die jetzt zum Stillstand gekommen sind, bei den Verhandlungen später in Moskau, in den steinernen Palästen des Kremls. Bei all diesen Verhandlungen wird über unser Schicksal hier gewürfelt. Als vor Wochen diese Verhandlungen anfingen, da war der Appetit des russischen Bären größer als nur Berlin. Er wollte, dass verhandelt werden sollte, auch über ganz Deutschland. Und mit der flügelhaften Parole, man müsse die Spaltung Deutschlands verhindern, verschleiert er nur für andere, nicht für uns, seinen Appetit auf den anderen Teil Deutschlands, den er auch noch in seine Hände bekommen will. An kurzer Ausdauer, der
Ernst Reuter sagte weiter: Wenn er eines Tages zu uns kommen wird, der Tag des Sieges, der Tag der Freiheit, an dem die Welt erkennen wird, dass dieses deutsche Volk neu geworden, neu gewandelt und neu gewachsen, ein freies, mündiges, stolzes, seines Wertes und seiner Kraft bewusstes Volk geworden ist, das im Bunde gleicher und freier Völker das Recht hat, sein Wort mitzusprechen. Dann werden unsere Züge wieder fahren, nicht nur nach Helmstedt, sie werden fahren nach München, nach Frankfurt, nach Dresden, nach Leipzig, sie werden fahren nach Breslau und nach Stettin. Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Der Berliner SPD-Vorsitzende Franz Neumann. Wir mit diesem Vorschlag, dass die Memoranden jetzt übergeben werden, einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich danke. Ich frage, ob von den Hunderttausenden, die hier aufmarschiert sind, einer gegen diesen Vorschlag ist. Nein! Berliner, wenn die Stunde es wieder verlangt, dann werden wir euch wieder aufrufen. Und heute steht ihr bis zur Charlottenburger Chaussee und bis zu Kröll. Das nächste Mal müssen wir bis zur Siegessäule und zum Alex stehen. Nach der Kundgebung zerstreute sich die Menge. Eine Abteilung britischer Soldaten, die im Reichstag in Bereitschaft lag, hatte nicht einzugreifen brauchen, um die Ruhe an der Sektorengrenze aufrechtzuerhalten. Unterdessen brachte eine Delegation unter Führung von Franz Neumann ein Memorandum über die Zwangsmaßnahmen in Ost-Berlin zum alliierten Kontrollrat. Da fielen Schüsse. Jenseits des Brandenburger Tores war es zu Zusammenstößen zwischen aufgebrachten Demonstranten, Ostberliner Polizei und Sowjetsoldaten gekommen. Ein Polizist starb später an den Folgen der Misshandlungen. 10 Demonstranten erlitten Schussverletzungen. Auf dem Brandenburger Tor versuchen junge Männer, die rote Fahne herunterzureißen. Schließlich gelingt es. Wieder fallen Schüsse. Einer der Jugendlichen wird schwer verletzt. Er stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. General Clay ist äußerst besorgt über die gefährliche Entwicklung. Er will Reuter ins Gebet nehmen. Die Briten verbieten alle Kundgebungen in der Nähe ihrer Sektorengrenze. Doch die Demonstration zeigt Wirkung. General Clay wurde zur Berichterstattung über den Kalten Krieg in der deutschen Hauptstadt nach Washington gerufen. I left Berlin last night. It was very quiet there. Our food and coal position in Berlin is better than when the blockade
started, our airlift is carrying in every day a little more than our minimum needs, so that we are slowly building up a stockpile to carry us through the worst winter weather. We have no doubts whatsoever of our ability to continue the airlift through the most severe winter that we may expect during the winter. The Soviet planners failed to recognize our strength in the air. They did not understand our determination to fulfill our obligations to the people under our charge. Ich bekräftige diese Verpflichtung im Namen des amerikanischen Volkes. Und ich gelobe, dass sie fest bestehen bleibt, solange unsere Präsenz notwendig ist. Vielen Dank. Im amerikanischen Wahlkampf wird der Ruf nach militärischer Stärke immer lauter. Senator Vandenberg, der mächtige Republikaner, macht sich für die Schaffung eines Atlantikpaktes gegen die Sowjetunion stark. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten soll die Welt wissen, dass Amerika einig ist in der Verteidigung amerikanischer Rechte. Wir stehen fest zum Recht und fordern Gerechtigkeit nicht nur für uns, sondern für die anderen friedlichen Völker der Welt. Die US Air Force verlangt die Verstärkung auf 70 Geschwader mit neuen, größeren Bombern, die von Stützpunkten in USA Ziele in der Sowjetunion angreifen können. B-50-Bomber auf dem Fließband. Über 200 sind im Bau. Weitere 100 sind geplant. Dieser Bomber ist der Nachfolger der B-29, die über Tokio Ruhm erntete. Er ist schneller als die B-29, kann weiter fliegen und 10 Tonnen Bomben tragen. Trotz des Wahlkampfes wehrt sich Präsident Truman erfolgreich gegen die Forderung der Luftwaffe, die auf der Flugschau in New York die Muskeln spielen lässt. Der Präsident ist besorgt wegen der Lage in Berlin. Die Sowjets kündigen Manöver in der Nähe der Luftkorridore an. Und wenn der Winter sehr streng wird oder schlechtes Flugwetter bringt, kann die Luftbrücke nicht halten. Air power is peace power. Am 13. September schreibt Truman in sein Tagebuch. Ein fürchterlicher Tag. Man berichtet mir von Basen, redet von Bomben auf Moskau und Leningrad. Ich habe das schreckliche Gefühl, dass wir dem Krieg sehr nahe sind. Die Angst der aus dem Krieg Heimgekehrten war natürlich riesengroß, dass es einen neuen Krieg geben könnte zwischen den beiden Giganten. Ich weiß, da gab es einen, der hatte die Reste von Stalingrad miterlebt und hatte so völlig die Schnauze voll vom Krieg. Und der war eigentlich derjenige, der am meisten davon faselte, na hoffentlich geht der Scheißdreck nicht wieder los. Und das war schon ein Problem, was uns alle bedrückte. Es war der kälteste September seit 30 Jahren in Berlin. Kaum vorstellbar, dass Flugzeuge genügend Kohle transportieren könnten, um Hausbrand- und Stromversorgung zu sichern. Der Sprecher von RIAS gibt bekannt. Trotz ungünstiger Witterung und niedriger Wolkendecke vollzog sich auch heute der Lufttransportverkehr nach Berlin planmäßig. Am frühen Nachmittag trafen die ersten Skymaster-Maschinen mit je 8 Tonnen Steinkohle an Bord in Tempelhof ein, die von deutschen Sonderarbeitskommandos sofort auf amerikanische 10 Tonnen Sattelschlepper umgeladen wurden. Insgesamt wurden heute 40 Maschinen mit Kohle für die Berliner Westsektoren erwartet. Ost-Berlin lockte 18 Zentner Kohle pro Haushalt. Die meisten West-Berliner gingen lieber organisieren. Die Blockade verringerte die Gasversorgung. Die Berliner gewöhnten sich daran, langsam zu kochen. Die Blockade brachte Dunkelheit über die Stadt. Die Berliner ließen sich auch dadurch nicht stören. An Fleisch und Fleisch. Also wie gesagt,
wenn man so seine Wochenration in Form der Fleischration in Form von einer Bulette dann in der Pfanne hatte. Ich wollte gerade anfangen, ne? Sturmsperre. Na was nun? Und lachst du da, die kalte Bulette in der kalten Pfanne. Also Deckel drauf und abgewartet, wann wieder Strom kam. Und wenn die Sonne sinkt, ist es für 2¼ Millionen Berliner wirklich Nacht. Der Strommangel bringt hunderterlei Probleme mit sich. Und hunderterlei verschiedene Lösungen. Das Schwerste war natürlich, also einmal der Stromausfall. Man hatte nur schichtweise immer 2 Stunden Strom, manchmal mitten in der Nacht. Und dann musste man einen Wecker stellen, da aufstehen, um zu kochen oder zu bügeln, irgendetwas zu erledigen. Die westlichen Stadtkommandanten weisen dem Magistrat an, den Holzschlag in öffentlichen Parks für die Bevölkerung freizugeben. Die Wälder in West-Berlin sollen zu 2/3 abgeholzt und jeder 2. Baum in Gärten und Alleen gefällt werden, um Vorsorge für den Winter zu treffen. Dr. Friedensburg, CDU, der stellvertretende Bürgermeister, erreichte die Reduzierung der alliierten Forderung. Doch gibt es heute in West-Berlin nur wenige Bäume, die älter sind als 40 Jahre. Die Hausfrauen mussten mit dem zufrieden sein, was die Luftbrücke herbeischaffen konnte. Dehydrierte Lebensmittel wegen der Gewichtsersparnis. Dörrgemüse, Trockenmilch und die gefürchteten Trockenkartoffeln, Pom genannt. Frau Germer, was für Mahlzeiten konnte man damit kochen? Ach, wissen Sie, man hatte ja solchen Hunger, also geschmeckt hatte alles. Man hat sich daran gewöhnt, die wurden abends eingeweicht und dann waren diese Stücken, es waren so Würfel, habe ich in Erinnerung, dann morgens aufgequollen und dann wurde es gekocht, meist gestampft. Und dann Möhren gab es sehr viel, diese getrockneten. Also es gab furchtbar oft Möhreneintopf. Und dann hatten wir hier in Marienfelde eine Tante, die hatte ja einen Bauern aufgetan. Wenn man dem auf dem Felde half, da ging meine Mutter und meine Tante dann helfen. Dann kriegte man nachher die Rübenblätter, die man wie Spinat kochte. Oder man kriegte auch sogar ein paar Futterrüben. Die Ostberliner Presse streute Salz in die Wunde. Kahlschlag in West-Berlin, ein Verbrechen. Wo man so stolz auf seine Grünanlagen und Alleen gewesen war, wie zum Beispiel im Tiergarten im Zentrum der Stadt. Um die schlimmsten Härten zu lindern, gaben die Bezirksämter an ältere Leute Holzgutscheine aus und richteten Wärmehallen ein, geheizte Räume, wo Bedürftige sich tagsüber aufwärmen konnten. Wenn es kalt ist in Ihrer Wohnung, denken Sie daran, wem Sie es verdanken. Suhr und Friedensburg frieren nicht. Sie haben vorgestern aus einem Sonderkontingent General Clays je 2 Tonnen Kohle bekommen. Die uns zum Frieren aufrufen, haben es warm. Die Amis feierten Partys, während die Westberliner bei Kerzenlicht Strümpfe stopften oder Schulaufgaben machten. Zu Weihnachten startete der Komponist und Autor Günter Neumann im Rias sein beliebtes politisches Kabarett, Die Insulaner. Der Insulaner verliert die Ruhe nicht, der Insulaner liebt kein Getue nicht. Wenn's bei uns regnet in Berlin, sehen wir nach Osten, ob nicht der Eisenvorhang anfängt durchzurüsten. Wir werden's erleben, ich will vor allen Dingen im Jahr 2000 hier nicht im Rollstuhl singen. Der Insulaner hofft unbeirrt, dass seine Insel wieder'n schönes Festland wird. Ach, wär das schön.
Günter Neumann kam also, wie gesagt, auf die Idee, diese Sendung zu schreiben, weil ihm auch die Bevölkerung so leid tat, nicht? Und er hat versucht, mit großem Erfolg, diese schwere Zeit und diese fürchterlichen Umstände, die dort waren, humorig zu verpacken. Und das hat den Leuten so sehr gefallen. Sie glauben es gar nicht. Auf der Straße haben einen fremde Leute umarmt und haben gesagt, Kinder, vielen Dank für diese Sendung. Ihr macht uns so viel Mut und Hoffnung, dass wir das überstehen. Und das war ja der Sinn der Sache, nicht? Nach der Bekanntgabe der Wahl von Friedrich Ebert zum neuen Oberbürgermeister von Berlin fanden in zahlreichen Großbetrieben des Landes Brandenburg Sympathiekundgebungen statt. Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass an diesem historischen Tage die Luftbrücke keine Flüge durchführen konnte und damit auch die Verschleppung von Berliner Kindern nach dem Westen unterbleiben musste. Die Wahl, die laut Berliner Verfassung alle zwei Jahre stattfinden musste, war auf den 5. Dezember 1948 festgesetzt. In Washington fürchtete man, dass dies die Lage verschärfen könnte. Doch General Clay lehnte eine Verschiebung ab. Das Armeeministerium schlug vor, auch die Bewohner des Ostsektors im Westen wählen zu lassen. Clay erklärte, das sei aus rechtlichen und technischen Gründen nicht möglich. Die Wahl müsse wie geplant stattfinden. In Erinnerung an ihre Wahlniederlage im Oktober 1946 rief die SED die Westberliner zum Boykott auf. Wer zur Wahl geht, wählt den Krieg und die Spaltung. Der Westberliner Abend verband seinen Wahlaufruf mit Nachrichten vom bevorstehenden Abschluss einer westlichen Allianz, wohl zur Beruhigung der Westberliner Wähler, die im Falle eines Abzugs der Westmächte mit Repressalien rechnen mussten. Im Osten saßen Oppositionelle, darunter viele Sozialdemokraten, in Lagern und Gefängnissen. Die tägliche Rundschau schürte diese Furcht. Die Westmächte wollen im Januar abziehen, meldete sie am 4. Dezember 1948, dem Tag vor der Wahl. Der Wahlkampf war kurz, aber heftig, wie in der Zeit von Weimar. Eine Reporterin von RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins, befragt Berliner. Werden Sie am Sonntag wählen? Ja, ja. Und Sie? Selbstverständlich, gehen wir alle hin. Aber natürlich werde ich wählen. Darf ich Sie auch noch schnell fragen? Ob Sie am Sonntag wählen? Aber selbstverständlich, wenn wir wählen. Klar wählen wir. Ja? Natürlich. Wissen wir doch. Na, ihr dürft ja noch nicht. Deine Mutter wählt aber. Ja, na, selbstverständlich ist doch meine Pflicht, dass ich wählen gehe. Noch vor der Wahl setzte die SED einen eigenen Magistrat für den Ostsektor ein, unter Führung von Friedrich Ebert. Diese im Gebäude der Staatsoper tagende Körperschaft wurde vom Berliner Volkswitz sogleich zum Opernmagistrat gestempelt. Der rechtmäßige Berliner Magistrat aber wurde von der Ostzonenpolizei am Betreten des Stadthauses gehindert. Und dann die Wahl selbst. Es war eine freie und geheime Wahl und die Berliner genügten ihrer Wahlpflicht in voller Ruhe und Disziplin. Die Beteiligung war groß. 86,7% aller Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Als stärkste Partei gingen die Sozialdemokraten mit über 64% aller abgegebenen Stimmen aus der Wahl hervor, gefolgt von der CDU und der LDP. Das Auszählen der Stimmen erfolgte öffentlich in den einzelnen Wahllokalen. Hier Frau Luise Schröder und der nach der Wahl zum Oberbürgermeister von Berlin erklärte Professor Ernst Reuter. In vielen Ländern veränderte die Berliner Wahl das Bild von den Deutschen, die wegen der Verbrechen der Hitlerzeit mit Abscheu und Misstrauen betrachtet worden waren. Die Wahl zementierte aber auch die Teilung der Stadt. Auch in westlichen Wochenschauen waren die tapferen Berliner nun ein beliebtes Thema. Mensch, bei dem Wetter willst du starten? Na klar, Mensch, die Berliner warten auf mir! Kurz darauf heulen die schweren Motoren auf. Dakotas, Skymasters and some lesser-known craft join the air parade to Berlin. Die Berliner hatten damals das Gefühl, im Rampenlicht der Weltbühne zu stehen. Die Sprengung der Sendemasten des Berliner Rundfunks am Flugplatz Tegel wurde in West-Berlin mit Schadenfreude, im Osten mit Wut registriert. Eine weitere Maßnahme, um die Flugsicherheit zu verbessern, ist die Sprengung des russisch kontrollierten Radio Berlin durch die Franzosen.
Man sieht hier, dass die Sendemasten gefährlich nah am Flugfeld standen. Wir sind die West-Berliner Bahn aufgeputscht zu der Zeit. Und eine ungute Rolle haben dabei nicht nur Adenauer und nicht nur Schumacher, sondern auch vor allen Dingen Ernst Reuter gespielt, der hier ja in dieser Stadt war. Und der immer betont hat, dass also die West-Berliner sozusagen frei sein wollen und ihre Freiheit verteidigen. Niemand hat sie bedroht hier, aber so wurde das ihnen ja eingeredet. Und hier war eine aufgeputschte Stimmung. Und in der Bevölkerung war die Meinung, es geschieht nichts. Es geschieht nichts. Sondern nur die Luftbrücke. Und da war die Sprengung der Sendemasten, also ein gefundenes Fressen, möchte ich mal sagen. Um also zu sagen, jetzt, also ihr seht, jetzt wir zeigen unsere Kraft. Und das war meines Erachtens der Hauptgrund dafür, dass damals die Sendetürme gesprengt wurden. General Klee überreichte dem französischen General Garneval das Eiserne Kreuz für die Zerstörung deutscher Kulturgüter. In West-Berlin unterhielten die Rockettes aus New York bei einer Weihnachtsparty die Piloten der Luftbrücke. Der berühmte Irving Berlin hatte sogar einen Luftbrückensong geschrieben, der im Titania-Palast Premiere hatte. Of the great show you're doing, Operation Vittles, and I wrote a song about it. I've got a verse and chorus here, and I've rehearsed some of your own fellas in it to help me sing it. Will you boys come out, will you? One, two, here they are. Just rehearse this minute. Give them a big hand. And Jay, if you'll just, you know, go to it, kid. Long ago, a group we called the Air Corps helped win the war and took a bow. Not long ago, we cheered the fighting Air Corps. Let's see what's happened to them now. Operation Vittles, we'll soon be on our way with coal and wheat and hay, and everything's okay. Operation Vittles, as in the sky we go, we won't forget to blow a kiss to Uncle Joe. We're going under. Auch die Sowjets taten etwas für die Stimmung in ihrem Sektor. Die Sieger spielten und tanzten für die Besiegten. Die Karikatur der täglichen Rundschau zeigt, wie Neumann und Reuter den Weihnachtsmann daran hindern, den hungernden West-Berlinern Lebensmittel und Kohlen zu bringen. Solche Scherze schürten die Erbitterung im Westen, wo man wegen der Entlassung von hunderten nicht-kommunistischer Stadtbediensteter in Ost-Berlin besonders aufgebracht war. Das bekamen die Kommunisten zu spüren, die in den Westsektoren wohnten. Die Kindergärtnerin Elisabeth Michaelis zum Beispiel. In der Nazizeit verfolgt, hatte sie gleich nach Kriegsende in einem West-Berliner Arbeiterbezirk gemeinsam mit Gleichgesinnten einen Kindergarten aufgebaut, dessen Leiterin sie jahrelang gewesen war. Jetzt wurde sie ein Opfer des Kalten Krieges. Die Eltern standen noch draußen, die Kindergärtnerinnen standen auch draußen und ich dachte, da ist irgendwas passiert. Kurz und gut, ich durfte nicht mehr den Kindergarten betreten. Man hat mir gesagt, bin sofort sagen lassen, ich bin fristlos entlassen worden. Und man hat mir meine Kündigung auch kurz darauf zugeschickt.
Ich wäre politisch untragbar. Ich war fassungslos. Denn immerhin war ich dort 3 Jahre Leiterin und keine Mutter hat irgendetwas an meinen Erziehungsmethoden auszusetzen gehabt, denn ich konnte ja Dreijährige oder Kinder nicht politisch erziehen. Das lag auch gar nicht in meiner Absicht. Ich wollte die Kinder, wie man das ja tut, in humanistischem Sinne erziehen und nicht im politischen Sinne. Also man hat aber, weil ich einmal, Sie haben, das stand ja oben groß dran an der Baracke, dass die Gruppe der KPD diese Baracke aufgebaut hat. Und da ich nun zu dieser Gruppe gehörte, hat man das zum Anlass genommen, dass ich eben politisch nicht tragbar wäre. Ich bin heute noch fassungslos darüber, über solch Verhalten dieser Menschen. Wie haben sich die Eltern verhalten, die Mütter? Die Mütter waren seltsamerweise innerhalb von 24 Stunden derart verhetzt, dass man mich mit Pfui rufen und empfangen hat. Und man hat gesagt, wenn wir das geahnt hätten, dass unsere Kinder kommunistisch erzogen werden sollen, dann hätten wir sie nicht hierher gebracht. Und man hat mich sogar angespuckt. Aus Lautsprechern und von Litfaßsäulen tönten im Westen die Parolen. Ein Verräter, wer sich in Ost-Berlin zum Einkauf registrieren lässt. Und nur wenige West-Berliner taten das. Seit langen Jahren an schmale Rationen gewöhnt, behalf man sich so gut es ging. Warum haben die West-Berliner Gemüse, Kartoffeln und Kohl nicht im Osten gekauft, Frau Germer? Das hat ja niemand von denen ich kenne in Anspruch genommen. Das kam für uns sowieso gar nicht in Frage bei unserer politischen Einstellung und der Tätigkeit meines Mannes. Also das stand nicht zur Debatte. Die Berliner hatten Glück. Es wurde ein milder Winter. Die Luftbrücke hielt. 8 der neuesten britischen Transportmaschinen werden jetzt für die Luftbrücke eingesetzt. Ein Kameramann der Wochenschau flog mit durch den Luftkorridor und filmte die Autobahn, auf der wegen der sowjetischen Blockade Berlins kein Verkehr herrscht. Zielflughafen war der britische Flugplatz Berlin-Gatow. Man sieht, welche Anstrengungen nötig sind, um Berlin aus der Luft zu versorgen. 24 Stunden Luftbrücke erfordern einen ebenso hohen Einsatz wie ein 1000-Bomber Luftangriff. Auf dem Flugplatz Gatow landet eine viermotorige York-Maschine. Sie bringt die millionste Tonne. Am Steuer saß der Oberkommandierende der britischen Luftbrückeneinheiten, Luftmarschall Williams. Rasch eine kurze Bilanz. Jede nach Berlin geflogene Tonne Lebensmittel hat während der Blockade 2 Berliner am Leben erhalten. Ich erinnere mich besonders an die Leute am Boden, die bei jedem Wetter draußen gearbeitet haben, tags und nachts. Winters und Sommers. Das war wohl nicht Ihr erster Besuch. Sie waren vorher schon mal über Berlin, nicht wahr? Ja, ich war 1940 schon mal über Berlin. Einmal nur. Das zweite Mal war es viel angenehmer und nicht so gefährlich. Mochten Sie die Berliner lieber als die anderen Deutschen? Das spielte damals keine Rolle. Da waren Leute in Not und wir haben nach besten Kräften geholfen. Die großen politischen Fragen bewegten die alliierten Piloten, die einen Job zu tun hatten, nicht sonderlich. Churchill, während des Krieges Premier und Bundesgenosse Stalins, brauchte als Oppositionsführer kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nein, behind this stands the largest army in the world, in the hands of a government pursuing imperialist expansion as no Tsar or Kaiser had ever done. I must not conceal from you tonight the truth as I see it. It is certain that Europe would have been communized like Czechoslovakia, London under bombardment some time ago, but for the deterrent of the atomic bomb in the hands of the United States.
Die Sowjetunion schien unbeeindruckt vom Atomwaffenmonopol der Amerikaner. Nach dem Ausschluss von Marschall Tito aus der kommunistischen Weltbewegung ging Stalin daran, die kommunistischen Parteien im Ostblock von Abweichlern zu säubern. Das Gegenstück zur Wirtschaftsgemeinschaft unter dem Marshallplan wurde am 11. Januar 1949 das Comecon gegründet. Eine Weltfriedensbewegung sollte im Westen die Massen gegen die Politik der USA mobilisieren. Der Führer der westdeutschen KPD, Max Reimann, wurde von den Briten ins Gefängnis gesteckt. Wegen Agitation gegen die Besatzungspolitik und das westliche Ruhrstatut. In der Sowjetzone bereitete der Volksrat eine Kampagne gegen die Schaffung eines westdeutschen Staates und gegen die koloniale Annexion des Ruhrgebiets vor. Deutschland. In der Stadt Leipzig fand eine stark besuchte Kundgebung für die Einheit, Demokratie und einen gerechten Frieden statt. Der Vorsitzende des Deutschen Volksrates, Wilhelm Pieck, erklärte, alle Schichten des deutschen Volkes müssten gemeinsam für demokratische Einheit, den wirtschaftlichen Aufstieg und den Frieden kämpfen. Österreich. In Wiener Neustadt fand eine Massenversammlung der demokratischen Frauen statt unter der Losung Nieder mit dem Marshallplan. Er brachte uns Arbeitslosigkeit, Armut und neue Kriegsgefahr. Die Redner forderten die österreichischen Frauen auf, im Kampf für den Frieden und gegen die dunklen Kräfte der Reaktion zusammenzustehen. Von der Tribüne klangen flammende Grußworte an die kämpferischen Frauen der Sowjetunion. In Leipzig marschierte die Jugend gegen Kriegstreiber und Klassenfeinde. Beim dritten Parlament der FDJ versammelten sich in Leipzig 120.000 Jungen und Mädchen. In einer flammenden Rede sagte der FDJ-Vorsitzende Erich Honecker, die Jugend sollte mit vereinten Kräften gegen die Kriegshetzer kämpfen. Die Westberliner waren froh, dass der Winter glimpflich vorbeigegangen war und lachten über Günter Neumanns Satire auf die ergebnislosen Ost-West-Konferenzen. Die Herbstsitzung der UNO in Paris war ohne Ergebnis geblieben. Auf der Tagesordnung steht als wichtigstes Problem die Berliner Krise. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Frankreich fordern das Eingreifen des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen, da sie den Weltfrieden durch die sowjetische Blockade von Berlin als gefährdet ansehen. Sowjetrussland dagegen lehnte eine Erörterung durch den Weltsicherheitsrat ab. Dean Rusk, US-Außenminister unter den Präsidenten Kennedy und Johnson, war damals ein junger Diplomat.
Ich war damals im Außenministerium zuständig für unsere Beziehungen mit den Vereinten Nationen. Und ich war überzeugt, dass jedes Problem, das den Frieden störte oder gefährdete, vor die UNO gehörte, um dort diskutiert zu werden. Das Berlin-Problem kam also vor die Vereinten Nationen und wir haben vom überwiegenden Teil der Mitglieder Unterstützung bekommen. Nicht nur von denen, die später unsere Verbündeten wurden, sondern auch von Ländern der Dritten Welt und bündnisfreien Staaten. Die Sowjets waren in der Minderheit in dieser Frage mit 6 oder 7 Stimmen. Ein großes politisches Ereignis. Der Text des Atlantikpaktes wurde veröffentlicht. Der Pakt sieht ein Bündnis für die Dauer von 20 Jahren vor. Die vertragsschließenden Partner sind Nordamerika, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Belgien, Luxemburg, Holland und Norwegen. Der Beitritt weiterer europäischer Länder ist zu erwarten. Aufbau der Kolonialarmee. Die Unterführer sind bereits gedungen. Präsident Harry Truman erklärte: The treaty we are signing here today is evidence of the path they will follow. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. The NATO treaty was signed in 1949. Der NATO-Vertrag wurde 1949, kurz nach dem Ende der Berlin-Blockade, unterzeichnet. Aber die Vorbereitungszeit dauerte etwa 2 Jahre. So lange haben die späteren NATO-Partner verhandelt. Vielleicht war die Blockade ein Versuch Stalins, die Bildung des Nordatlantikpaktes und der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern. And the creation of the Federal Republic of Germany. Unter strengster Geheimhaltung verhandelten die Kontrahenten über das Ende der Blockade. Nach der Einigung stellten sich die UNO-Vertreter der UdSSR der Presse. Die Luftbrücke ging weiter. Sicher ist sicher. Der 1. Mai 1949 in Moskau. Stalin hatte in Berlin eine Schlacht verloren. Er konnte sich mit dem Sieg Mao Zedongs trösten. Shanghai war gefallen. China stand nun im sozialistischen Lager. Und Stalin wusste, dass die Sowjets schon bald ihre eigene Atombombe haben würden. Berlin wartet auf das Ende der 11-monatigen Blockade. Am 12. Mai sollen auf östlicher und auf westlicher Seite alle Verkehrsbeschränkungen aufgehoben werden. In der Nacht des 11. Mai erwarteten Tausende von Berlinern den Augenblick, da sich die Schlagbäume heben würden. Am nächsten Morgen das gleiche Bild am Grenzübergang Dreilinden. Die ersten Lastwagen aus Westdeutschland werden stürmisch begrüßt. Derselbe Ort, 40 Jahre später. Für ihre Zugehörigkeit zum Westen haben die Berliner einen hohen Preis gezahlt. Konrad Adenauer kam als Sieger nach Berlin. Der Gründung eines westdeutschen Staates stand nun nichts mehr im Wege. Der Parlamentarische Rat in Bonn ist der Einladung nach Berlin gefolgt aus innerem Herzensdrang und erfüllt von tiefer Dankbarkeit für euren Kampf, für euer Leid, für eure Geduld, die jetzt zum Siege geführt hat. Ostberliner Polizei lässt die Grenzsperren wieder abräumen. Doch auch in der Sowjetzone wurde die Schaffung eines Teilstaates vorbereitet.
Es tut heute noch weh. Und es tut heute noch weh, wenn wir mal rüberfahren. Wir machen öfter kleine Fahrten. Es tut immer noch weh und wird immer weh tun, diese furchtbare Trennung. Ja. Aber es sind, wie gesagt, wenn man sich das richtig überlegt, nicht die Kommunisten daran schuld. Die Trennung wollten wir ja gar nicht. Die Trennung wurde ja von anderer Seite eingeführt. Aber wie gesagt, tut es weh, denn es ist ja auch unser Zuhause. Das war ja ein solcher Schock, diese Teilung. Und es wurden ja nicht zwei Stadtteile auseinandergerissen oder zwei Landstriche, sondern Familien. Es war ja mehr oder weniger fast jeder betroffen. Und die Schuld, wem sollte man die Schuld geben? Also man hätte vielleicht allgemein eine etwas andere Politik betreiben müssen, mehr Härte zeigen müssen. Denn die Russen hatten ja gar nicht, die waren erstaunt, glaube ich, dass sie so leicht vorankamen. Damals, 1948, waren die Deutschen besiegt und nichts anderes. Und damals war es eigentlich das erste Mal, dass einer dieser besiegten Deutschen einen politischen Willen formuliert hat, der bestimmend war, na mindestens die Amerikaner mitgerissen hat, fast komisch sich daran zu erinnern, dass Reuter dem General Klee, diesem großen Militärgouverneur, gesagt hat, fürchtet euch nicht, ihr Amerikaner, wir, die Deutschen, werden an eurer Seite stehen. Und dies war der Beginn einer Entwicklung, durch die die Amerikaner von Besetzern und von ehemaligen Gegnern zu Freunden und späteren Verbündeten wurden. Hinter dem psychologischen Background der Berliner Blockade konnte sich die Bundesrepublik Deutschland entwickeln. Und das heißt, die Deutschen können mehr, als sie manchmal glauben, wenn sie ihre Verantwortung nehmen. Das gilt bis heute. Und zerstörten Deutschland, erleichterten